Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zur Vorstellung, also Review eines neuen Schiffes. Hier im Hintergrund seht ihr ja, mächtigen Drachen natürlich und die Wukong. Wukong wird eine von drei neuen Schiffen sein oder eines von drei neuen Schiffen. Eine kleine Review-Trilogie einläuten. Von ja, Wukong, Baye und Silibangi. Die werdet ihr hintereinander, aber nicht alle an einem Tag sehen, weil ich muss nicht immer der Erste sein, der ein Schiff rausbringt. Könnt ihr auch gar nicht alles schauen an einem Tag, deswegen kommen die an hintereinander folgenden Tag. Vielleicht nicht mal, wenn das NDA ausläuft, sondern vielleicht auch erst am nächsten Tag. Aber dann alle hintereinander, wenn die Möglichkeit besteht, dass ich es schaffe, die alle, ja, sagen wir so, ausreichend oft zu fahren, weil die Werte ändern sich natürlich. Es gab schon eine Testphase im Jahr Dezember 2019 und haben sich doch ein, zwei Dinge geändert bei manchen Schiffen. Das hier ist die Wukong. Unterm Strich ist es ein nicht existentes Schiff. Ich glaube, das gab es gar nie so. Es wurde nie nach den Panasiaten geschickt. Das ist eigentlich eine Charles Martel. Also, so wie wir es im Spiel halt haben, mit minimalen Unterschieden. Und die minimalen Unterschiede sind tatsächlich einfach nur, gut, das zeige ich euch danach. Ansonsten habe ich ja nichts mehr bei den Werten zu vergleichen. Und es wird auch relativ schnell passieren hier, der Vergleich der Wukong und der Charles Martel. Aus dem einfachen Grund, weil sie sich sehr ähnlich sind. Und ihr merkt schon, ich bleibe hier relativ lang bei der Tarnung, weil die Tarnung ist das tatsächliche Highlight dieser Vorstellung, denn wir feiern mit der Tarnung das Neujahrs, also Mondneujahr, Lunar New Year Event, quasi chinesisches Neujahr. Und genau darauf zielt es auch ab. Es ist ein bisschen, bringt halt ein, zwei chinesische Schiffe unter Anführungszeichen, also chinesifiziert, kann man das sagen, ohne dass es nationalistisch klingt? Wahrscheinlich nicht. Soll es denn nationalistisch sein? Wahrscheinlich schon. Man hat ja sonst keinen Grund, das chinesische Neujahr zu feiern. Sollen wir japanische Schiffe zum Feiern des chinesischen Neujahrs bringen? Das wäre ziemlich krass. Also, krass. Mir persönlich wäre es egal, aber manche Leute würden sich dadurch vielleicht angefeindet fühlen. Japan, China, nicht bestes Verhältnis. Chinesischer Bürgerkrieg, Einfall in die Mandschurei, Gebiete von China, Zweiter Weltkrieg, Tatütata, jetzt Spannungen, mehr chinesisches Meer, Inseln und so weiter, um hier ein bisschen aktuelle Themen hier einzustreuen. Aber nichtsdestotrotz, das interessiert uns natürlich, aber einen feuchten Dreck. Uns interessiert nur, was kann das Schiff unterm Strich und ist es wert? Wert gekauft zu werden? Wert gespielt zu werden? Tja, wem die Charles Martel gefällt, der wird auch gefallen an der Wukong finden. Ist quasi eine Premium Charles Martel mit, ich sage euch jetzt, wo keine Änderungen drin sind, nämlich in der Panzerungsanordnung. Die ist identisch, müssen wir uns gar nicht anders anschauen. Können wir aber, weil hier ist die Charles Martel. Einmal, zweimal. That's it. Alles weg. Was interessiert uns? Zitadelle, Charles, Wukong. Tada, keine Überraschungen. Woher auch, ist Copy und Paste. Allein hier unten die Tarnung und Anführungszeichen verändert das Schiff ein bisschen. Deswegen machen wir den Spaß hier weg und gehen zu Dingen, die uns wirklich interessieren. Wir haben identisch viele HP, 38.000. Wir haben denselben Torpedoschutz, 16%. Wir haben 1:1 dieselben Geschütze mit derselben Reichweite, mit derselben Alpha, mit demselben Alpha-Schaden, mit derselben Minusgeschwindigkeit, mit derselben Brandwahrscheinlichkeit, mit sogar der identischen Skillung bei mir wie bei der Charles Martel. Wir haben den einen Unterschied hier bei den fixen Stats, also ich nenne sie gerne Hard Stats, also das, was nicht änderbar ist, nämlich die Torpedowerfer. Bei der Charles Martel haben wir nur 9 Kilometer, wenn es mich nicht täuscht. Und ja gut, das ist jetzt natürlich eine andere Frage. Täuscht es mich? Ich glaube, nein. Wir haben nur 9 Kilometer mit 14.833 Schaden. Hier haben wir 12 Kilometer mit 18.400 Schaden. Auch nur 3 Stück. Sind auch 550 mm. Allerdings bei 63 Knoten, die der Charles Martel sind 60 Knoten, sind ganz normale. Hier sind es Tiefwassertorpedos. Das bedeutet, wir können keine DDS torpedieren. Ist verschmerzbar, dafür höhere Reichweite. Trifft man damit was? Ja, wenn Leute wirklich auf 11 Kilometer reinfahren. Passiert häufiger, als man denkt, aber meist nur mit einer größeren Anzahl an Torpedos. Und wenn man nah ranfährt,
dann treffen sie sicher. Dann hat man natürlich einen leichten Vorteil zur Charles Martel, alleine aufgrund des höheren Alpha-Schadens der DDs. Der Torpedos. Praktikabel sind natürlich auch, oder ist natürlich auch die verringerte Erkennbarkeit. Hier sind es so 0,8, während Charles Martel sind es 1,3. Und wir sprechen immer noch von den Torpedos. Flugabwehr ist übrigens identisch, Manövrierbarkeit ist übrigens identisch und Verborgenheit ist übrigens auch identisch. Also sollte ich mich nicht irren. Aber ich glaube, ich habe gut genug nachgesehen. Wenn ich schreibe es mir in die Kommentare, irren ist menschlich, dann bin ich das Kommentar an. Ist besser, als dass man dann dumm stirbt, sage ich immer. Verbesserungen, das sind die, die ich eingebaut habe für das Gefecht später. Und hier kommt der nächste große Unterschied. Wir haben nämlich hier einmal, wie ihr seht, eine andere Art von Reload. Nämlich wir haben auf Torpedonachladebeschleuniger anstelle von Hauptartilleriebeschleuniger. Natürlich, die Panasiaten. Dann haben wir hier einmal... Komm, gehst du auf? Keinen Jäger, sondern nur ein Aufklärungsflugzeug. Auch das haben wir bei der Charles Martel nicht. Wir haben, bei der Charles Martel haben wir nur einen Jäger, kein Aufklärungsflugzeug. Verbrauchsmaterial haben wir hier nur das defensive Flakfeuer. Bei der Charles Martel haben wir die Qual der Wahl zwischen Flakfeuer oder T-Virus oder hydroakustischer Suche. Beim Rest, glaube ich, seht ihr, gibt es keine großen Veränderungen. Zeige ich noch einmal kurz den Kapitän für das Gefecht. Ich habe die klassische Charles Martel Skillung gewählt. Die FR ist nicht notwendig, dank des hohen Kalibers, hoch, also von 203 mm, da kommen wir durch, bis 33 mm Pen passt. Einmal Tarnmeister, theoretisch hier die Funkordnung kann man ersetzen durch was x-beliebiges. Ich habe die auf Sprengmeister geskillt. Inspekteur nicht unbedingt nötig, dreimal Torpedo Reload reicht. Reicht auch viermal die Reichweite. Könnte man sich spritzen. Hätte man 7 Punkte für vielleicht was Lustigeres, muss man ein bisschen testen. Aber es ist schon für 8er. Ich glaube, so großartig war es. Wollen wir mal Torpedo Reload irgendwann mal testen? Vielleicht sind 3 Punkte. Dann habe ich wieder 4. Wie ihr seht, man kann noch ein bisschen Spaß haben. Vielleicht hier reinsetzen. Aber das ist die Skillung, mit der ich sie im Test gefahren bin für das Gefecht, was ich ausgewählt habe. Extra nochmal zurückgeskillt, weil ich ein, zwei Dinge probiert habe. Schaut's euch an. Es stellt sich natürlich die Frage, welches Gefecht wählt man aus für ein Schiff, das es quasi im Großen und Ganzen im Spiel schon einmal gibt, das sich jeder selbst erfahren kann und quasi eine Silber-Variante, hier in diesem Fall wahrscheinlich eine Premium-Variante, schon kennt. Ich wähle dann so aus, dass ich das mit dem beschissensten Matchmaking nehme, das ich bekommen habe. Und das war in dem Fall ein 9er mit Flugzeugträger, wobei der Flugzeugträger nicht besonders gut war. Kann ich nichts dafür, ist halt nur ein 6er, wegen Fail Division, was witziger macht, und Stufe 9 Gefecht. Tatsächlich bin ich mit der Wukong in kein Stufe 10 Gefecht gekommen, aber in manche Stufe 8 Gefechte als Top-Tier. Warum ich das nicht genommen habe? Ja gut, das, wo man ein geiler Ficker ist, das nimmt doch jeder. Also, warum soll ich noch eins zeigen? Hier ein Gefecht, wo man vielleicht, das werden wir im Laufe des Gefechts sehen, wirklich von den Änderungen der Wukong profitieren kann. Manch einer wird jetzt behaupten, Wargaming hat sich jetzt nicht unbedingt die große Mühe angetan und sich Gedanken zu diesem Schiff gemacht. Allerdings muss ich anmerken, dass die kleinen Änderungen, die Wargaming vorgenommen hat, durchaus einen großen Einfluss haben können. Und ich spreche jetzt nicht von den Torpedos. Ja, die Torpedos wurden eingeführt, damit sie angeglichen werden an das panasiatische Spielgefühl. Wir haben tiefste Torpedos auf den DDs, wir haben tiefste Torpedos auf den... den meisten, haben wir auf allen, ich glaube, hat die Huang He auch tiefste Torpedos, jedenfalls auf den meisten Kreuzern. Wir haben tiefste Torpedos am besten noch auf Schlachtschiffen, wenn es geht. Das meine ich nicht. Ich meine den kleinen, aber feinen Unterschied der Reichweite. 17,6 Kilometer Reichweite ist ausreichend für Stufe 8, ist auch ausreichend für die meisten Stufe 10 Gefechte. Mit wenigen Ausnahmen, wenn das Gegnerteam campt wie Sau und man nicht rankommt, oder aber der Pulk an Gegnern einem hinterherfährt oder auf einen zufährt und man nur alleine ist und natürlich von allem outranged wird, also alles hat eine höhere Reichweite.
wird bei diesen gemischten Gefechten ja wenig Ruhe und ihr werdet sehen, ich habe ein bisschen Probleme, mich einzuschießen, wenn man zuerst andere Schiffe fährt und ja, dann immer wieder wechselt, ist ein bisschen schwierig, aber es legt sich mit der Zeit. Aber dann hat man den Vorteil dieses Einsatzes des Reichweitenflugzeugs. Der Reload ist lange, ist ja keine Laser, ist ja ein Panasiate. Und man kann ihn nicht oft einsetzen aufgrund des langen Reloads. Aber wenn, dann erleichtert er das Spiel doch ungemein, weil man weiß, man hat auch theoretisch in einem Stufe 10 Gefecht die Möglichkeit auf 17,6 plus 16% auf eine angenehme Kampfdistanz zu schießen. War das jetzt Deutsch? Man hat die Möglichkeit auf eine angenehme Kampfdistanz zu schießen. Ja, hört sich nicht schlecht an, so im Nachhinein. Ist okay. Also, dieses Schiff ist an und für sich eine Charles Martel im komfortabler Modus. Wir haben einfach, auch bei den Torpedos, sowie auch bei der Reichweite der Hauptartilleriegeschütze, einen Komfortabilitätsbonus dazu bekommen. Höhere Reichweite bedeutet für mich meistens, zumindest bei gleichbleibendem Reload, höherer Komfort, weil ich mich weniger anpassen muss, um in bestimmten Situationen zu spielen. Manche von euch werden jetzt sagen, ja, aber gut, wenn du dich nicht anpasst, dann hast du es halt nicht so drauf wie andere Leute. Ja, der sich nicht anpassen kann, der hat wahrscheinlich weniger Spielverständnis. Aber der sich nicht anpassen muss, weil das Schiff mehr hergibt, hat auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber den Schiffen, die angepasst fahren müssen. Und ja, mir geht's auf die Eier, dass die Monarch die ganze Zeit hier fährt. Deswegen entscheide ich mich, auch wenn sie mich rammt, einfach mal den Weg zu kreuzen, damit ich sie los bin. Weil die Monarch ändert ihren Kurs nicht, schießt die ganze Zeit. Ich gehe dadurch auf, kann nicht mit dem Concealment spielen. Eine Chance, weil sie mich trifft. Das passiert häufig. Ja. Die sind egal. Oh, ich fahre 0,2 Kilometer neben einem Schiff, das nicht offen ist, weil es darauf achtet, was es macht und ich von drei Schiffen beschossen werden möchte. Vor allem nicht von einer Simo, die übelst genau ist auf 12 Kilometer und sie kaum Panzerung hat. Deswegen schieße ich noch extra oft, weil es ist cool und es mich nicht interessiert. Nein. Aber da muss man sich in Acht nehmen. Ich verschwende jetzt auch nicht mein T-Virus. Zumindest nicht beim Anflug und danach sehe ich es nicht mehr, weil mich die Monarch genervt hat. Ja, das ist schlecht. Ich hätte es einsetzen sollen, damit sie nicht so einfach raustorpediert werden kann. Aber es ist eine Rujo. Ich gehe davon aus, dass eine Monarch und eine Wukong gemeinsam genügend Anti-Air haben, um einem Stufe 6 CV den Anflug vermiesen zu können. Und einen hat er halt gedroppt. Aber man muss ja nicht zu gierig sein, denn eine Torpedo hätte ich verschmerzt. Ist natürlich, Strafe muss sein, Fehldivision, wenn ihr seht, extrem off-Aerum und Lion gemeinsam, die haben nicht gewusst, wahrscheinlich sind sie neu, ein kleiner Magi, dass beim Matchmaking nur das höchste Tier berücksichtigt wird, weil man sonst andere Schiffe als Anker benutzen kann, dass man nicht hochgematcht wird. Man quasi mit Stufe 7 immer Top-Tier ist. Oder nicht Top-Tier, aber zumindest Mid-Tier, weil theoretisch nur Stufe 8 möglich ist, wäre Anchoring. Obwohl für alle anderen, die alleine oder in kompletter 7er-Division reinklicken, 9er Matchmaking haben können. Also das geht natürlich nicht. Das haben sie wahrscheinlich nicht gewusst. Oder sie haben es versucht. Ja, ihr Problem. Ich fahre jetzt übrigens hier nicht weiter raus, weil... Was mache ich da draußen? Deerobern gibt's nicht. Ist schon Musashi und Benham. Fahr einfach wieder zurück. Will ja noch ein bisschen Schaden machen. Will natürlich Schaden machen, aber meine 38.000 nicht in einem Anflug von Größenwahn direkt opfern. Und da spreche ich jetzt eben von angenehmen oder komfortablen Spiel. Ich muss nicht näher ran. Ich habe nämlich für die nächsten 1 Minute 30 ein Reichweitenflugzeug und eine Schombard ist ein nettes Ziel. Ja, natürlich, das funktioniert nur, wenn andere Schiffe für mich den Scout übernehmen. Aber in einem Stufe 9 Gefecht muss ich jetzt nicht mit einem Stufe 8 Kreuzer, wenn es ja noch so schwer, der aber keinen Speedboost hat und deswegen nicht genauso schnell ist wie das Pendant, also raus und rein, zum Scouten fahren. Vor allem nicht, wenn wir einen Flugzeugträger haben. Und eine Idee.
Kann man natürlich anders sehen, aber gegen den 380mm Schambart mit Reload Booster sehe ich auf jeden Fall den kürzeren, wenn sie mich sieht. Also warum nicht die Gegebenheiten nutzen und ein bisschen fahren und ein bisschen farmen. Wenn sich die Gelegenheit ergibt und man Schiffe alleine antrifft, im 1 vs 1 kann man sich auch theoretisch mit einem 9er anlegen, wenn man aufpasst. Aber mit einer Brindisi, Hyper Schambart, Lion und Alaska, die ziemlich nah beieinander stehen oder keine 3 Quadranten entfernt sind von den äußeren bis zum inneren, da muss man dann doch ein bisschen besser aufpassen. Wie gesagt, vor allem Alaska, hoher Reload, aber starker Gegner. Die hat Bums, sage ich immer, die hat Bums. Deswegen, kleines Kaninchen vom Rande, Stärken der Puerto Rico, ähnlich wie die der Alaska, aber Puerto Rico die Guns, das sieht echt nicht schlecht, mit 4x3, gute Anzahl, gute Ben, guter Winkel, nicht schlechter Alpha. Hoher Reload natürlich, aber was noch von großem Vorteil ist, die ist im Nahkampf quasi nicht zu zitadellieren. Von hoher Reichweite aus durchs Deck, ja, aber die Zitadelle liegt echt tief. Das ist kompliziert, wie es so schön heißt. Und hier sehe ich natürlich meine Chance gegen die Hipper 1 vs 1 zu fahren, weil die Hipper hat noch wenig und ist auch Stufe 8, da geht's, da kann ich auch auf 5 Kilometer. Da werde ich jetzt auch ein bisschen eindrehen, damit sie mich nicht erwischt, aber die erste Salve ist meistens high. Wenn man gesehen hat, was sie zuletzt geschossen hat, da ist sie nicht durchgekommen. Daher gut. Und dann geht's halt so. Hier in diesen Situationen muss ich sagen, Reload Booster ist effektiver. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich Schiffen, die Worg. Bedeutet im Umkehrschluss natürlich Schiffen. Große Pause. Um es wirken zu lassen. Wenn man was anderes meinen könnte. Denen Wargaming, oh, mein Farm hier, denen Wargaming eine höhere Reichweite auf Kosten eines Gadgets, welche die Hauptartillerie-Nachladezeit verringert, gibt, werden automatisch kleine Stücke weiter hinten gefahren, um die hohe Reichweite auch effektiv ins Spiel zu bringen. Ist das der gute Weg, den wir uns wünschen? Ja, nein. Korreliert auch nicht so gut mit der Aussage von Wargaming, dass sie die Spieler ein bisschen näher zusammenbringen möchten, vor allem da immer mehr Schiffe zu hohe Reichweite kriegen. Das ist ja nicht das einzige Schiff, das eine hohe Reichweite bekommt. Wir werden sehen im Laufe von den nächsten 2 Tagen, dass es auch andere Schiffe gibt, die eine höhere Reichweite bekommen als das normale Baumpendant. Gründe dafür sind, weiß nicht. Ich blicke noch nicht durch, vielleicht 2020, Änderung in der Philosophie, wir wollen die Spiele ein bisschen weiter auseinanderbringen. Vielleicht hat Wargaming vor, den Schritt von World of Tanks zu gehen und große Karten einzuführen, die 9-mal so groß sind wie eine einzelne Karte. Ich habe vergessen, wie das bei World of Tanks heißt. Aber warum nicht? Aber das würde dann bedeuten, Warships erfährt ebenfalls vielleicht eine Überarbeitung, eine 1.0 Version. Wir sind mit 0.9.0 ja schon ziemlich nah an der 1.0 Version. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir bekommen bessere Texturen. Und ein besseres Spiel. Also ein neueres Spiel, was ein überarbeitetes Spiel kann man es nennen. Premium-Munition gibt es natürlich keine, weil die gibt es ja nicht mehr. Also keine Gold-Muni. Ich hoffe, der Fehler, der wird nicht wiederholt. Aber stell dir, was ich meine. Vielleicht verstehe ich nur noch nicht, worauf Wargaming hier mit hinaus will. Alles, was ich sagen kann, ist, was wir hier jetzt haben und was wir bekommen. Und wie gesagt, das ist eine Charles Martel mit höherer Reichweite, die ich auch nutze, wie man sieht. Aber für Farm. Das bedeutet natürlich auch, dass es nicht sonderlich spannend ist, mit der Wukong zu fahren. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die Charles Martel ist kein schlechter Kreuzer, wie sie ist im Baum. Ein gern gesehener Kreuzer, vor allem mit dem Speed Boost. Sehr angenehm. Schöner High-E-Spam, dank dem Reload-Booster, gefährlich auf kurze Distanz, wenn man es braucht. Da kann man auch mal ranfahren und gegen den DD zu fahren. Hier merkt man dann den langen Reload in Situationen, wo man die Gunpower brauchen würde. Deswegen man sich nicht unbedingt in diese Situationen begibt, sondern komfortabel auf ein bisschen mehr Reichweite so spielt, dass man mit 11,9 km auch zugehen kann wieder. Unsichtbar torpedieren würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen, aber die 100 Meter sind theoretisch möglich. Theoretisch. Muss man ja anmerken. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Bin ich zu ehrlich? Hätte ich es überschwätzen sollen? Man merkt es halt vor allem, wenn man gegen die DS kämpft. Man macht es halt weniger gegen die DS kämpfen. Man hat keine Hydra, um sie theoretisch im Smoke unter Druck zu setzen. Und kein Reload Booster, um sie theoretisch schneller rauszunehmen. Man könnte sagen, man könnte wirklich sagen, wenn man es ganz eng sieht, dann etabliert die Wukong einen anderen Spielstil der Charles Martel. Etwas, was ein bisschen anders ist, ist ja nicht schlecht. Etwas, was sehr viel anders ist, ist auch nicht schlecht. The Wargaming ideal, weil durch leichte Änderungen an Gadgets und dann... das war's eigentlich. Leichte Änderungen an Gadgets und ein bisschen Torpedos hat man das identische Schiff soweit verändert, dass es sich weniger gut für den Spielstil des Silberbaums eignet und da quasi schon was anderes theoretisch vorschreibt. Was ich hier jetzt mache ist... ja, eigentlich Blödsinn. Ich setze die Fletcher unter Druck, weil mir nichts anderes übrig bleibt. Ich habe 62.000. Eigentlich wollte ich ja die Tirpitz abfahren. Da die Fletcher aber schießt, muss ich ja quasi auf die Fletcher schießen. Und dann kite ich halt. Das ist das Nützliche, was das Nützlichste, was ich machen kann. Ich schaue, dass ich die Tirpitz lange genug beschäftige. Oder die Fletcher. Dass, naja, wir Zeit gewinnen. Vielleicht kann jemand derweil A übernehmen. Ich kann es nicht. Wir haben keine Idee mehr. Also kann es niemand. Alaska sichert hier vielleicht ein bisschen. Weiß nicht. Wie ihr seht, habe ich leichte Schwierigkeiten, hier den ID zu treffen auf 10,9 Kilometer. Muss aber auch sagen, die Fletcher ist ein wendiges Luder. Der Smoke geht lange. Hat man nicht immer Glück. Aber jetzt kann ich zumindest das ohne schlechtes Gewissen machen, was ich die ganze Zeit machen wollte, nämlich Tirpitz abfahren. Wie schon gesagt, etwas, was mir noch eingefallen ist, um die höhere Reichweite durch das Aufklärungsflugzeug quasi zu rechtfertigen, oder der Gedanke, den Wargaming vielleicht dazu gehabt haben könnte, weiß man ja nie ganz, ist der fehlende Speedboost verringert natürlich die Ausweichwahrscheinlichkeit. Wobei Ausweichwahrscheinlichkeit nicht, aber die Ausweichmöglichkeit. Wenn man schneller ist, wird man schwerer getroffen. Dementsprechend bekommt man die 16% dazu, wenn man sie denn ausnützen würde, was ich nicht mache. Aber ich habe das Problem, ich muss die Tirpitz selber spotten. Und wenn ich weiter rausgehe als die 13,8, gehe ich eh schon, wird es dann schon kritisch mit dem Spotten. Weil wenn sie zugehen kann, dann wird sie das vielleicht machen, wenn sie reindenkt. Und das möchte ich nicht. Aber der Flugzeugträger kommt nicht immer rüber, sondern nur alle heiligen Zeiten. Und derweil kann ich nicht schießen. Was die, ganz im Ernst, was die Fletcher, was hatten die geskillt? Die hat ja... Reichweite geskillt oder was? Was denn geht mit dem ab? Da muss ich kurz schauen, auf was die auf was die Tirpitz hier schießt. Aber ja, wie gesagt, man könnte sagen, höhere Reichweite durch das Reichweitenflugzeug gegen Speed. Da ist ein Gadget gleich das andere aus in dem Fall. Ist nicht schlecht mitgedacht. Da die Alaska hat sich trotzdem umentschieden, finde ich natürlich besser, weil die Fletcher, die wird zwar vom CV gejagt, aber nur semi-optimal. Das ist nur ein 6er, die Fletcher keine schlechte Anti-Air. Kann sich da durchaus erwehren, vor allem, wie gesagt, der lange Smoke verhindert häufiger Spotten, da verliert er zuvor die Lust, achtet nicht mehr drauf und die Fletcher ist wieder da. Das sollte die Alaska verhindern. Die Alaska sollte hier mit ihrem Radar die Möglichkeit haben, den DD zu erledigen. Wir sehen, wir haben zwei Caps und uns den dritten. Die Alaska ist hier übrigens mit Sicherheit unterwegs zu C, denke ich mir. Also meine Annahme ist, die Alaska fährt zu C. Das war Kurs Nummer 1. Sie hat natürlich die Möglichkeit zu B zu fahren, aber sie wird, so denke ich, zuerst zu C fahren, weil das Cap ist, das am weitesten entfernt ist und wir niemals wieder rankommen, wenn es einmal erobert ist. B könnten wir zurücksetzen, wenn die Alaska nicht zu weit rausfährt, oder könnten wir verhindern, dass es capped, und dann hätten wir immer noch C. Sieht aber so aus, als hätten sie sich vielleicht abgesprochen und deswegen schaue ich, dass die Brindisi nicht die Alaska abfangen kann. Kann zwar jetzt wahrscheinlich schon schießen, aber vielleicht nicht sehr, sehr gut. Wenn die Fletcher raus ist, dann ist sowieso Geschichte. Von daher gehe ich mal aus, Alaska Robert A, Brindisi fange ich ab. Der aber jetzt, bei B, ist die Alaska. Oh, das ist bitter, weil die Lion ist nicht da. Umdrehen könnte ich jetzt auch, aber dann haben wir immer noch das Problem der Brindisi, die mit 7000 Punkten von mir theoretisch erreichbar sein sollte. Ich hoffe, dass die Alaska einen sicheren Cap will und hinter der Insel bleibt. Ansonsten wollte ich jetzt hier meine Torpedos hinwerfen. Ganz genau, das mache ich jetzt hoffentlich auch.
Please, ja, sehr gut. Sollte sie hier rauskommen, wird sie von meinen Torpedos getroffen, denke ich. Das ist quasi nur eine Vorsichtsmaßnahme, weil ich nicht glaube, dass sie Alaska jetzt hier rumkommen. Hätte ich die Charles Martel, hätte ich Speedboost gezündet, damit ich jetzt schnell um die Insel komme und ja, selbst hier reinkomme. Gut, hier sieht man jetzt, die Alaska hat Radar gezündet, damit sie weiß, wo ich bin, weil ich zugegangen bin. Und da kommt sie um die Ecke. Das ist Worst Case. Nicht, weil ich 1A die falsche Munition geladen habe. Das hätte richtig wehgetan mit AP, aber richtig. Und sie jetzt anwinkelt natürlich. Auch nicht, weil die Torpedos natürlich daneben gehen, weil sie weit rumgefahren ist. Sondern weil theoretisch die Brindis sie mich abfahren kann und hier die verbesserten Winkel an der schweren AP hier der Alaska noch zutreffen. Und ich nicht den Reload habe, um die Alaska wirklich rausnehmen zu können. Das ist ein großes Problem. Wie gesagt, im Nahkampf, meh. Das ist der Fehler, der uns theoretisch das Gefecht kosten könnte. Wobei die Fletcher ist raus und es sind nur noch 2 Minuten 12 und man müsste wirklich mal diese Mod runterladen, die sieht, ob man gewinnt, auch wenn man rausgeht oder nicht. Ne? Das wäre vielleicht interessant. Kann meine super Tiefwassertorpedos nicht einsetzen. Weil wenn ich ein bisschen Breitseite zeige, dann ist es um mich geschehen. Noch möchte ich so lange am Leben bleiben, um der Alaska die Möglichkeit zu geben, reinzukommen. 90.000 Schaden ist nicht das Geilste. Ich sehe die blöde Alaska, die will es mir nicht leicht machen. Ich habe immer noch 4 Sekunden Reload, darauf warte ich. Und die 4.600, ich wusste, bei der nächsten oder bei der übernächsten Salve bin ich raus. Hätte ich die Torpedos rausgekriegt, hätte ich noch die Chance. Ich wollte sie nicht auf diesen Fahrkurs setzen, sondern hier rechts. Habe sie aber nicht mehr rausgekriegt. Das ist ein Fehler. Der Fehler war hier, nicht das in den letzten 2 Minuten, sondern überhaupt hier reinzufahren. Ich hätte A erobern sollen, weil die Alaska lange braucht. Ich hätte es wahrscheinlich geschafft, vielleicht A zu erobern, bevor die Brindis hier rumkommt. Ich hätte vielleicht die Brindis hier rausgenommen und wäre dann zumindest beim Versuch, die Brindis hier rauszunehmen, von der Lyon rausgenommen worden. Wäre dasselbe Ergebnis gewesen. Aber wäre alleine intelligenter von der Entscheidung gewesen. Muss man auch sagen. Ne? Nur weil es dasselbe Ergebnis hat, was man vorher nicht wusste, nebenbei, heißt es nicht, dass beides gleich intelligent war. Oh ja. Das ist eine ganz, ganz knappe Geschichte. Wenn ich sag's mal so, Allegrovic hat das Gefecht gerettet. Durch den Killer Brindis und der Fletcher. Denn es sind noch 30 Sekunden und dann ist das Gefecht vorbei. Und dann haben wir gewonnen. Und ist das Gefecht ein gutes Gefecht? Nein, auf keinen Fall. Denn es ist nicht besonders gut gespielt. Es sind zwar 92.000 Schaden bei rumgekommen, was für ein Stufe 8 Kreuzer im Stufe 9 Gefecht sicherlich nicht das schlechteste Ergebnis ist, das möglich ist. Aber der Schaden an und für sich spielt keine Rolle. Warum ist es kein gutes Gefecht? Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn man hinten bleibt, dann muss man nicht gut sein. Wie schon vorher erwähnt, man hat Komfort, man muss nicht auf alles achten. Fehler werden einfacher verziehen, wenn man jetzt nicht gerade die ganze Zeit Breitseite zeigt und durch glückliches RNG vom Gegner dann direkt einen vernichtenden Schlag kassiert. Kommt vor, ja. Aber wenn man nicht ganz dämlich fährt, dann geht's. Man hat einfach weniger zu tun. Man muss weniger Aufmerksamkeit ins Spiel investieren und kann ein bisschen rumtuckern und auf schöne Distanz schießen. Hat trotzdem für den dritten Platz gereicht. Aber Allegrovic mit seiner Alaska 2000 Basics gemacht, ist natürlich bei weitem besser. Der Gegner war nicht unbedingt super, unser eigenes Team war auch nicht unbedingt super. Wir können sagen, wir waren alle gleich schlecht. Bedeutet, in einem gleich schlechten Team oder in einem gleich guten Team kann man mit diesem Schiff auf allen Stufen angenehm farmen. Braucht keine speziellen Skills, um hier angenehm abzuschneiden, sondern einfach nur machen. Bei weitem bessere Ergebnisse, aber niemand ist damit gedient, wenn wir das beste Ergebnis immer zeigen aus 30 Spielen, um dann zu sagen, hey Leute, das ist der beste Kreuzer, den es gibt. Kauft euch den geilen Scheiß. Ich gebe auch hier nur meinen Spielspaß mit dem Ding weiter. Und der ist, weil es eben keine spezielle Voraussetzung hat oder nichts Spezielles an und für sich, außer ein bisschen größere Reichweite, keinen Reload Boost, keinen Speed Boost, keine Hydro und quasi damit prädestiniert ist, um ein bisschen weiter weg zu bleiben, ist es halt genau das. Schiff, das weniger Spannung erzeugt als ein Schiff, mit dem man näher ranfahren muss. Manchen gefällt dieser Spielstil, weil er ruhiger und beruhigend ist. Anderen fehlt das Adrenalin des Infights, des Friss- oder Stirb-Variante, des ich setze alles auf eine Karte. Was sagt ihr zu dem Schiff?
Habt ihr Interesse an solchen Schiffen, an solchen Änderungen? Und ich möchte mal, ich muss am Ende nochmal anmerken, es ist wirklich erstaunlich, was Wargaming schafft mit einer eigentlich billigen Kopie eines Schiffes und dezenten Änderungen in den Consumables und dann noch die Torpedos, wie gesagt, aber die Torpedos sind gar nicht das Ausschlaggebende, was den Spielstil ändert, sondern wirklich die Änderung der Consumables, das Hinzufügen und das Entfernen, wirklich das Gefühl aufkommen zu lassen, dass man dieses Schiff besser anders spielt. Eigentlich Hut ab dafür, weil das hat echt nicht viel gebraucht. Eigentlich cool gemacht. Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder. Das Gefecht.